It was a school of magic rhymes. It prophesied the mystic knights, the true young heroes, brave and bright. Then the dark forces came, brought the people and this pain. Now the children have no fear, 'cause they know the mystic knights are here. Mystic knights have come to save our lives. Mystic knights have come to save our time. Mystic knights are here now. Mystic knights. Yeah! Nicht so lahm, Lugan! Habt ihr genug? Du hast einen gefährlichen Gegner vor dir. Ja, du bist der Vorteil, Lugard. Nutz es aus. Meida hat recht. Bloß keine Zurückhaltung. Ja! Ausgezeichnet, Lugard. Exzellent. Tut mir leid, Lugard, traurig. Nimaine hat dich gut unterrichtet. So wirst du auch Rowan erledigen und ganz Temra stolz machen. Komm, nochmal, Lugard. Es ist verlassen. Kein Mensch zu sehen. Sie haben das Dorf den Geistern überlassen. Alle Dörfer haben Angst vor Lugard. Nur Roan und Angus haben den Mut, noch hier zu sein. Was riecht denn hier so widerlich? Angus? Roan? Oh, das kommt von da drin. Angus? Hallo, setzt euch. Ich hab Suppe gemacht. Du hast gekocht? Wo ist Roan? Er ist seit heute früh weg. Der Kommandant war hier. Die Temras sind ausgerückt, treiben sich überall herum. Unsere Truppen wurden zurückbeordert, das Schloss verteidigen. Seit Lugard bei ihnen ist, spielen die Temras verrückt. Na los, bedient euch. Kann eine Weile dauern, bis ihr wieder was Ordentliches in den Magen bekommt. Ich habe keinen Hunger. Ich mache mir Sorgen um Roan. Ivor? Nö. Ich will auch nichts. Aber es sieht köstlich aus. Hört zu. Ich kenne Roan praktisch mein Leben lang. Er braucht einfach etwas Zeit, um über Lugard nachzudenken und seine... Niederlage? Ja. Aber er hat doch gar nicht verloren. Roan hat sein Gesicht verloren. Was oft noch schlimmer ist. Wir müssen ihn finden. Vielleicht weiß ich, wo er ist. Wir treffen uns im Schloss. Ist gut. Das Zeug ist wirklich köstlich. Aber ich will nichts. Vielen Dank. Nicht doch ein Häppchen? Lugard stark! Exzellent, Lugard. Zeig mir mehr. Jetzt reinschmeißen. Die Königin. Zurück auf eure Posten. Meine Königin. Maida vertraut darauf, dass Lugard, also wenn der Temra-Krieg vorbei ist, natürlich, ihm dann hilft, Tirnanog zu bekommen. Kelz ist noch nicht gewonnen. Und die mystischen Ritter dürfen nicht unterschätzt werden. Lugard ist stark, aber er braucht Unterstützung. Ihr solltet Maida niemals unterschätzen, liebe Königin. Kommt näher zu meinem Kelch. Na los, keine Angst. Und jetzt taucht euer Schwert in Maidas Flamme. Maidakta. Nehmt dieses Schwert mit aufs Schlachtfeld. Und ein mächtiges Werkzeug des Transports und der Zerstörung, der Stahlflügel, gehört euch. Nimm dieses Geschenk, Lugard, und kämpfe damit. Oh, für Lugard? Gut. Was ist das? Schön. Nun, da der Sieg so nah ist, ist das die einzige Unterstützung, die Lugard braucht. Setzt den Weise ein. Er ist einmalig in der Welt. Männer von Kells! Ein Angriff der Temra steht bevor! Holt euch eure Waffen! Vierte Truppe auf die Mauern! Beeilung! Das ist gut. Die Doppelaxt!
nehme Pfeil und Bogen. Schließt das Tor! Angus, Ivar, da seid ihr ja. Wo sind Deirdre und Rowan? Der König fragt schon nach euch. Die Temras wollen wieder angreifen. Deirdre denkt, sie weiß, wo Rowan ist. Sie ist ihn holen gegangen. Die werden schon auftauchen. Gehen wir. Dritte Truppe! Kann sich der König schon mal über uns zwei freuen. König Finvarra, ihr müsst doch wissen, wer er ist. Und warum er wie ich das Zeichen des Schicksals auf dem Arm trägt. Was glaubst du denn, wer er ist? Wie soll ich das wissen? Eine Bestie, ein Dämon, eine Kampfmaschine. Sieh noch mal genau hin. Erinnerst du dich an das Zeichen auf Lugards Arm? Spürst du denn nicht die Wahrheit? Es verbindet uns irgendwie. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Es verbindet dich und Lugard in der Tat. Ihr seid Brüder, ja. Was? Lugard mein Bruder? Das kann doch nicht sein. Brüder, dieses Zeichen ist der eindeutige Beweis. Wie sollte es möglich sein, dass Lugard und ich Brüder sind? Halbbrüder, um genau zu sein. Ihr habt dieselbe Mutter, aber verschiedene Väter, so ist das. Und wer sind meine Eltern? Du erfährst die Wahrheit zur rechten Zeit. Ich muss mit Lugard reden. Aidin, komm mal her. Hier bin ich, was ist? Hör zu. Finde raus, wo Lugard ist. Bring ihn irgendwie zu Pyrons Höhle. Ich warte auf euch. Ich finde ihn. Verlass dich ganz auf mich. Vielleicht erfahre ich dann endlich die Wahrheit. Da ist er ja. Sei doch vorsichtig mit dem Ding. Bist du ein Geist? Hast du denn noch nie eine Fee gesehen? Lugard weiß nicht viel von der Welt. Das ist aber schade. Die Welt ist so unglaublich interessant, voller Wunder. Wunder? Gut. Ich weiß, wo sie versteckt sind. Versteckte Wunder? Oh. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar. Zeigen gut. Dann lass deine Waffe hier und komm mit. Du wirst staunen. Lugard! Wo bleibst du denn? Die Truppen sind seit einer halben Stunde bereit. Wo ist dieser Muskelhaufen denn jetzt wieder hin? Was sehe ich denn da? Jetzt gehört der Stahlflügel mir. Na komm schon, Lugard. Wir sind gleich da. Wo sind die Wunder? Komm hier lang. Da vorne sind sie gleich. Na los! Lugard? Ach, du! Ich muss mit dir reden. Du hast mich reingelegt, nicht reden! Hör auf! Warte, warte! Lugard, nicht warten! Lugard, hör doch zu! Ich will dir was zeigen! Du Böse, nicht gut! Lugard! Hör auf, wir sind Brüder! Und Brüder kämpfen nicht gegen ihre Brüder! Du nicht, Bruder! Brüder? Du und Lugard? Warum bist du hergekommen? Maeve rückt zum Angriff auf Kelz an. Angriff? Meine Königin braucht mich. Maeve will nichts als Kelz. Dich benutzt sie, um es zu kriegen. Lügner! Lugard kriegt die Hälfte von allem, wenn Kelz erobert ist. Maeve darf man nicht trauen. Sie ist böse. Nein, Lugard hört nicht zu! Hast du dich verletzt? Lass mich das ansehen. Stein spielte an deiner Handfläche. Sowas tut mächtig weh. Brüder sollten niemals Feinde sein. Maeve hat gesagt, die mystischen Ritter wollen mich verwirren. Lugard. Bleib da! Lugard will nichts mit dir zu tun haben! Lugard. Lass ihn gehen. Wir müssen zurück zum Schloss. Die brauchen uns da dringend. Gehen wir. Gebt alles, was ihr habt!
Und Lugard wird uns zum Sieg führen. Sire? Macht euch bereit zum Angriff, Hauptmann. Aber Sire, Lugard ist nicht bei uns. Ich sage aber, wir greifen an, jetzt. Wir schaffen das auch ohne diesen Lugard, Hauptmann. Ich habe einen Plan, der uns den Sieg garantiert. Geh zu deinen Männern, Sire. Ihr habt es gehört, zum Angriff. Der Stahlflügel. Er ist mein! Rosaloo, was ist das? Eine Zaubermaschine. Jetzt werden wir sehen, wer der wahre Krieger von Temra ist. Los, vorrücken! Los, Beeilung! Ihr habt's gehört! Heute wird das Schloss von Kells fallen. Wir haben leider noch keine Nachricht von Deirdre oder Roan, Euer Majestät. Die Armee von Temra ist unter der Führung von Torg in Kells eingedrungen. Ich habe schon einen Schreck bekommen. Ich dachte, ihr würdet sagen, Lugard. Torg besitzt eine neue und mächtige Waffe, Angus. Und was für eine Waffe? Späher bezeichneten es als rollenden Donner. Anders als alles, was sie je zuvor gesehen hatten. Macht alles bereit zur Verteidigung. Gut. Komm. Mein König? Mir nach, Männer! Bereitet euch auf euer Ende vor, mystische Ritter! Attacke! Auch wenn ihr etwas nicht kennt, lasst euch keinen Schrecken einjagen. Stimmt, die Temras kochen auch nur mit Wasser. Temras in der nördlichen Ebene! Auf eure Posten! Vorwärts! Erst nach oben! Vier Mann zum Südtor! Ding werden wir fertig, das verspreche ich euch. Lass uns die Rüstungen rufen. Wo bleiben nur Roan und Deirdre? Wasser, das mich umgibt! Erde wohl unter mir! Mal sehen, was der Holzkarren zu meinem Streitkolben sagt. Und zu meinem Dreizack. Ja. Was hier angefahren kommt, mystische Ritter! Da lauft ihr feige Bande! Rennt nur, aber in die andere Richtung! Bist du die Freundin von Torg? Ja, dann wasch dir mal die Haare! Vollem Gange.
Wir müssen so schnell wie es geht ins Schloss hineingelangen. Mein Gaga, was ist das? Ach, nicht schlecht, was? Was im Namen von Dacta ist das? Wenn wir da vorbeikommen wollen, brauchen wir aber die Rüstungen. Feuer tief in mir! Luft über mir! Geh du zum Schloss. Ich sehe mir mal Torks neue Waffe an. Zeige ich dir mal, was ein heißer Ofen ist. Die Party ist vorbei, Torg. Ausgesprochen beeindruckend. Kampfeszorn. Gib auf. Ich habe auch eine neue Waffe. Diesmal besiegst du mich nicht. Ich hab dich gewarnt, mein Freund. Rückzug! Rückzug! Es geht doch nichts über ein bisschen Kampfeszorn, um den Temras in Panik zu versetzen. Rückzug! Rennt, Leben! So ist es richtig. Rennt, Jungs. Draganta ist zurück. Das heute war ein großer Sieg für Kells. Obendrein haben wir Maves neue Waffe erobert. Damit können wir uns nun noch leichter verteidigen. Wir sind dem Sieg über Maeve näher denn je. Aber ich rate euch trotzdem, seid auf der Hut. Bleibt in der Nähe des Schlosses. Kahat hat recht. Maeve wird das nicht auf sich sitzen lassen. Sie soll nur kommen, wir freuen uns immer über Besuch. Dein Übermut hat uns den Sieg gekostet, Torg. Verzeiht mir, meine Königin, ich hab geglaubt, dass der Sieg uns sicher wäre. Das war... ein Fehler. Es war auch ein Fehler, die Schlacht ohne Lugar zu führen. Und ein Fehler, die Waffe zu benutzen, die er von Maida gekriegt hat. Du! Du darfst gehen. Wir haben verloren. Zum einen diese Schlacht und dann auch noch den Stahlflügel. Du hast mich enttäuscht. Ich gebe dir die alleinige Schuld. Wo warst du? Bei Rowan. Rowan? Er sagt, wir sind Brüder. Beide tragen das Mal des Schicksals. Ich verstehe. Und die Familie ist für Rowan sehr wichtig. Richtig? Für Lugard auch wichtig. So einen Unsinn will ich nicht hören! Rowan ist mein Bruder und Brüder sollen nicht kämpfen. Rowan! Ist dir bekannt, dass Rowan ständig Witzchen über dich reißt? Er nennt dich zurückgeblieben und dumm. Rowan sagt das? Er sagt, du wärst ein Schwachkopf. Und da muss ich ihm recht geben. Nee. Wir sind deine Freunde, Lugard. Ich habe dir halb Temra versprochen, wenn wir Kells besiegen. Rowan will dich nur verwirren und dich aus dem Weg schaffen. Ich habe sogar gehört, dass er deinen Anteil an Temra nehmen will, wenn der Krieg vorbei ist. Das gehört mir. Rowan ist gemein! Lass deine Wut an dem aus, was Rowan am liebsten ist, Lugard. Kells. Zuerst vernichte ich Kells und dann vernichte ich Rowan!